Terrier bezeichnet nicht nur eine Hunderasse. Unter diesem Begriff wird eine große Anzahl von Hunden zusammengefasst. Zu ihrer Familie gehören zurzeit 29 Hundearten, die beim Club für Terrier e.V. registriert sind. Ihr Namenszusatz Terrier stammt vom französischen Begriff Terre ab, was für Erde steht. In der Erde, wo sich Fuchs, Dachs, Otter und Co. einen Bau graben, mussten die Terrierhunde ihre Beute frei graben und heraustreiben oder sogar töten. Um in die Erdlöcher zu kommen, sollten die Terrier klein, kräftig und überaus mutig sein. Eine gefährliche Arbeit für die kleinen Hunde, da Wildtiere sehr wehrhaft sein können. Der Jagdtrieb lässt sich durch konsequente Erziehung im Zaum halten. So sind die meisten Terrier heute ausgezeichnete Familien- und Begleithunde. Er wird für den urwüchsigsten Terrier gehalten, der Cairn. Trotz Tatendrang verbreiten sie keine Hektik oder Nervosität. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, lassen sie die Hunde ohne Leine laufen, damit sie sich richtig auspowern können. So eine ausgiebige Spieleinheit kann schon mal einen zweistündigen Spaziergang ersetzen. Ansonsten suchen sie sich Beschäftigungen, die ihnen und ihrem Vierbeiner Spaß machen.